Hallo Ödler und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4 in meiner speziellen Mod Edition. Mein Lieben, das ist die Horizon Mod, die hier aktuell mit am Start ist und mittlerweile haben wir ja die Version 1.8 hochgeladen. Nach dem letzten Livestream habe ich ja keine weitere Folge mehr produziert, weil ich es echt zeitlich nicht geschafft habe, aber heute geht es damit weiter. Mein Lieben, was machen wir heute? Fallout 4 ist gespickt mit so kleinen lustigen Stories, so kleinen lustigen Nebenmissionen und wir machen heute wieder so eine kleine Nebenmission. Unser Preston Garvey hat für uns eine absolute Mission im Gepäck und zwar dürfen wir jetzt hier eine neue Siedlung gründen und zwar ist das hier oben irgendwie die Sunshine Tidings Kooperative. Was hat das damit auf sich? Im Prinzip ist es so, dass unser Preston im Laufe dieser ganzen Zeiten immer mal zu uns kommt und sagt, hey, pass mal auf, wir haben da unsere Speer, haben da so eine vielversprechende Stelle für so eine neue Siedlung auserkoren und schau doch mal rein und guck dir doch die Stelle mal an und das machen wir jetzt. Mein Lieben, wie gehen wir vor? Wir sind hier unten im Oberland Station, da haben wir ja, ne, im letzten Livestream, der letzten paar Minuten, haben wir hier einen Supermutantenangriff vereitelt. Das hat richtig gut funktioniert. Wir gehen jetzt nördlich Richtung Grey Garden, gehen jetzt wieder bei der Abfallentsorgung Chalbot Brothers vorbei und wenden uns unter der Brücke nach Westen. Da haben wir dann den Warden Pond, ne, da hier auf der linken Seite. Wir haben dann hier den Rocky Narrows Park und hier haben wir dann, ne, hier ist dann die Auffahrt, wo hier diese paar, ich glaube die paar Raiders so rumlungern und rumlaufen. Hier ist dann Skysorgs Haus und hier hinten ist dann die Sunshine Tidings Kooperative. Ne? Und da versuchen wir heute mal, ja, da versuchen wir heute mal reinzukommen. Wir können allerdings auch alternativ von der Abernethy Farm etwas südlich, können wir dann, ne, um diesen Fluss rum, können wir da auch hinkommen. Aber ich sag mal, nö, wir gehen einfach mal nördlich. Die hier sind jetzt bestens versorgt. Die haben zu essen, haben sie, zu trinken haben sie. In Turm haben sie, Verteidigungsanlagen sind da. Und wenn wir Bock haben und haben dann irgendwann mal, ja, dementsprechend wieder ein bisschen mehr Holz oder irgendwas, können wir auf jeden Fall wieder herkommen und können wir auf jeden Fall hier noch ein bisschen ausbauen. Weil ich mag diese Siedlung nun hier unheimlich gerne, vor allem in der Nähe von dieser Zugstation. Und ihr wisst ganz genau, dass wir mit unserer Mod können wir hier viel, viel weiter bauen. Na, ich habe das ja extra hier so ein ganz kleines bisschen gelb gehalten. Und mit unserer Mod können wir ja hier deutlich, deutlich weiter bauen. Das heißt, wir können auch sogar bis runter zum Ufer. Na, wenn wir Bock haben, können wir da wirklich bis runter zum Ufer basteln. Das ist absolut kein Problem. Ich würde hier schon, also das Gelände würde ich hier schon so ein bisschen einzäunen wollen. Übrigens, na, hier die Dinger. Ne, mit der Version 1.8 können wir dann einfach nur auf die Space-Taste drücken oder beziehungsweise für uns die Leertaste. Und mit der Leertaste räumen wir die ganze Leiche mit einem Mal aus. Ne, das ist kein Problem. Ich sag mal, Fallout berechnet dann automatisch den Platz, den wir dann ja zur Verfügung noch hätten oder bevor wir dann halt hier richtig, richtig langsam werden durch die Traglast. Und sonst ist es eigentlich alles kein Problem. Ja, ich überlege gerade. Okay, die hier ist ein bisschen verwirrt, die ist nur alleine. Wo ist denn dein Kollege? Der Kollege müsste ja auch noch irgendwo sein. Hi. Ja. Alles gut. Ich glaube, die bewachen hier. Die bewachen das hier irgendwie ein kleines bisschen, diese Umgebung. Kann das sein? Na gut, egal. Uns soll es ja nicht so weit kümmern. Wir laufen hier weiter. Ja, und bald ist die neue Grafikkarte installiert, mein Lieben. Und dann haben wir hier nur mal so ein, ich sag mal, so ein grafisches Gewusel. Dann sieht es schon bedeutend besser, also wirklich bedeutend besser. Hier vorne zum Beispiel hätten wir lauter solche Röhren. Das sind diese Selbstschutzbunker. Die könnten wir alle nochmal untersuchen. Ja, das wäre kein Problem. Ja, das stimmt. Das hier waren wir, da waren wir auch noch nicht, ne? In Grey Garden. Das haben wir uns auch noch nicht angeguckt. Ah, das machen wir dann alles mal demnächst, ne? Nur mit der Ruhe. Hier drüben waren wir auch noch nicht. Da oben müssen wir dann irgendwo hin. Hier oben, da oben ist ein abgestürzter Vertibot am Start. Da könnten wir uns zur Not vielleicht, wenn wir Glück haben, noch eine Powersuit schnappen. Wir hätten ja, nee, wir haben, zurzeit hätten wir alle mit Powersuits ausgestattet, außer uns selbst. Ist ja klar. Wir werden dann hier oben nach Westen, wir werden dann gleich hier oben in den Rocky Narrows Park und vom Rocky Narrows Park biegen wir dann so in westliche Richtung ab. Und dann laufen wir mal schon hinter zur Sunshine Tidings Kooperative. Wird nie langweilig. Ja, das stimmt. Preston, das sind wahre Worte, wie recht du da hast, mein Freund. Also, der Rocky Narrows Park. Passt auf, hier gibt's wieder. Verlassener Park ist unheimlich. Ja, das stimmt. Das ist echt unheimlich. Da hast du wirklich recht. Aber ich glaube, wir haben hier schon alles leer gelootet gehabt.
Ja, da liegt noch ein bisschen was liegt noch rum. Also wir haben nicht alles mitgenommen. Aber ja, Vorsicht, da drüben sind Soldaten. Beziehungsweise glaube ich waren da die Raider. Ja, alles leer gelootet. Hier könnten wir uns doch nur hinlegen, oder? Nee, doch nicht. Schade. Hier können wir uns hinlegen. Hier könnte man zur Not auch mal das Spiel speichern. Das ist auch so eine neue, das ist auch so eine neue Funktion dieses Spieles. Beziehungsweise der Version 1.8. Okay, gehen wir wieder, lieber wieder schnell raus. Hier liegt mal noch eine Waffe in der Luft. Die nehmen wir gleich mal mit. Warum die hier so ein bisschen in der Luft ist, kann ich euch beim besten Willen nicht sagen. Also, wir sind gerade mal keine am Start. Das heißt, wir können hier... Okay, da hinten ist eine Red-Kakerlage. Was macht denn die da dort? Was ist denn, was gibt's denn hier unten? Ah, das Ark-Chat. Wir sind zu weit unten. Wir müssen eigentlich hier weiter. Wir laufen den Weg entlang, okay? Da unten ist Ark-Chat Systems. Alles klar. Da ist die Kakerlage. Die parkt doch ein bisschen so an der Seite von dem kleinen Hügel. Brauchen wir aber erstmal nicht. Wir nehmen nur mal die Pflanze mit. Hubblume. Brauchen wir bestimmt mal für irgendwas. Oh, was gibt's denn da? Ah, das ist immer so interessant hier. Einfach immer so durch die Gegend zu laufen. Wir haben ja keine Schnellreise. Das ist ja, ne, das ist ja die. Das ist ja die Survivor-Mod. Und wir können hier alles machen. Aber Schnellreisen? Auf keinen Fall. Ja, das ist ausgeschalten. Finde ich auch gut, dass wir hier zu Fuß erstmal die Umgebung erkunden. Oh, ein Stechflügelflitzer. Was ist denn das? Da sitzt da dran. Können wir den irgendwie mit einer Sniper anvisieren? Jawohl, können wir. Ja, ja, passt auf. Wir hocken. Ich wollte gerade sagen, lasst ihn noch wenigstens mal rankommen, damit ich mal sehe, wo da liegen bleibt. Okay. Schau, genau. Oh, geil. Ja, so sahen sie früher aus, nicht die Traktoren. Oh, der ist... Okay. Das war eine schöne Falle. Und ich hab's nicht gesehen. Wo starken die dran? Hier an der Wand, oder wie? Das stimmt. Und so wie das klingt... Ist hier noch irgendwo... Schaut mal... Ein Beschädigter. Schade. Okay, keine Mine mehr am Start. Ja, wir können hier leider auch nichts mehr ausräumen. Ne? Sehr, sehr schade. Vielleicht haben wir gerade irgendwas gesprengt, was wir eigentlich nicht sprengen wollten. Aber das hier war, wie es aussieht, so ein kleiner, ja, wie soll ich das sagen, wie so ein kleiner Stromaußenposten. Ne? Das sind sehr, sehr große Stromgeneratoren. Und hier so ein kleiner Fusionskern oder so eine kleine Fusionseinheit steht hier auch noch dort. So wie das aussieht, war das eher so vielleicht zum Strompuffern oder irgendwas gedacht hier. Und da müssen wir hin, ne? Also, laufen wir den Weg weiter runter. Nachladen brauchen wir nicht. Das ist die maximale Munitionskapazität. Ein epischer Behemoth. Was ist das bitte? Habt ihr schon mal so ein Teil gesehen? Das ist ein epischer Behemoth. Ein Level 85 Gegner, der, ich weiß nicht, mit unserer Munition könnt ihr das vergessen. Der läuft da unten rum. Wie wollen wir denn den besiegen? Da müssen wir ganz weit außen rumlaufen. Okay, mit der Sniper könnten wir ihn wenigstens treffen. Am Kopf könnten wir ihnen richtig Schaden zufügen, wenn wir den Kopf sehen würden. Alter, was hat denn der für eine Waffe? Okay. Okay. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, mein Lieben. Das schafft den Schaffer nicht. Ich glaube nicht, dass wir den schaffen. Wir versuchen außen rum zu laufen, okay? So weit wie es geht außen rum. Irgendwie. Da ist die Brücke.
Schauen wir mal. Wir sind eigentlich auf dem richtigen Weg. Wir sollten auf dem richtigen Weg sein. Alter, da stockt mir der Atem. Guckt euch diese... Der hat einen Einkaufswagen auf dem Rücken. Der hat einen Einkaufswagen auf dem Rücken. Schauen wir mal. Ein kleines bisschen Bammel habe ich, ne? Dass der halt in der Nähe von unserer... Von unserer Base dann hier rumläuft. Ich weiß ja nicht, ob der sich immer wieder regeneriert. Da kommt er. Wollen wir es probieren? Weiß ja zum Beispiel auch nicht, ob wir den am Kopf treffen. Am Kopf machen wir halt massiven Schaden, ne? So wie es aussieht. Aber ich weiß ja nicht, ob wir das schaffen. Du bist durstig, Wassermangel, das war mir schon klar. Und wir müssen jetzt hier hoch. Ich halte trotzdem immer mal noch die Augen offen. Ach, schaut mal, von hinten ein Raider. Warte, draußen ist was. Also das war ja richtig fies, hä? Also der von hinten angegriffen, der kleine... Aber schöne Munition hat er dabei, gell? Eine leuchtende Blähfliege kommt jetzt wahrscheinlich. Das habe ich mir schon gedacht. Leuchtende Blähfliegen haben immer so ein ganz kleines bisschen, ihr wisst schon, die haben immer so ein ganz kleines bisschen Strahlen. Strahlenangriffskraft mit am Start. Da ist der Gunner Sergeant. Ich sehe ihn halt bloß, ne? Aussieht, steht der. Ein Schuss wäre weg, ne? Ich sehe ihn halt nicht. Wo ist er denn? Da ist zumindest mal der Kopf. Wir haben den ausgeschalten, ne? Wir haben den gekillt. Okay, das ist auch weg, das Ding. Ich weiß zwar nicht, was das hier gerade... Ich weiß, was es ist. Schaut mal da oben. Da ist denen ihre Hauptbase. Guckt euch das an. Der hat im Prinzip den Zugang nur bewacht. Alles klar. Wir fahren nicht hoch. Das tun wir uns nicht an. Ja. Okay, wir haben den echt getroffen. Direkt in den Kopf, ne? Wahnsinn. Geil. Hä? Freunde, das bringt nichts, wenn ihr hier drauf schießt. Habe ich euch das schon mal gesagt? Das bringt echt nichts bei mir. Wir laufen unten vorbei. Wir sind an der Sunshine Tidings Kooperative. Da oben sollte noch jemand rum. Da oben vielleicht. Ja, da geht's hoch. Und so wie es aussieht, hier oben, das ist Gunnergebiet. Gunnergebiet sieht man ganz klar hier an dem Totenkopf-Symbol, ne? Also, da müsst ihr echt aufpassen. Die Totenköpfe hier, die sind... Ja. Wirklich Totenkopf. Und das hier wäre angeblich Sunshine Tidings, Kooperative. Okay. Wir haben es zumindest schon mal entdeckt. Wir sind zumindest schon mal da. Das ist schon mal schön. Moin! Schaut euch mal das an. Oh, der ist mal dichtig ramponiert, so wie es aussieht. Okay, das ist ja ein Riesenareal, hä? Das ist ja geil. Ach, wir müssen hier... Was müssen wir hier aufstellen? Eine Rekrutierungsstation, ne? Oder wie war das? Ah! Sunshine Tidings Terminal. Für Einsteiger. Ihr wisst, wie ich das mache, ne? Cool. Und dann sind wir drin. Mr. Handysteuerung, wir hätten hier ein Protokoll. Wir hätten hier ein Protokoll. Da steht dort Alan. Wir haben endlich einen Sklaven der Spießer für unsere Freiheitsfarm-Kooperative herausgeholt. Einen Mr. Handy aus den Vororten.
Die Blechbüchse ist ausgeflippt und hat versucht, zu seinen Sklavenbesitzer zurückzukehren. Sie hat uns fast die Bullen auf den Hals geschickt. Also hat Johnny an diesem Mr. Handy herumgedoktert und seine Motivationsprotokolle auf einfach sein umgestellt. Jetzt nennen wir ihn Professor Goodfields, der die Welt so nimmt, wie sie ist und niemandem etwas schuldet. Vorsicht mit seinen anderen Protokollen. Diese Blechbüchsen sind ganz schön unheimlich, wenn sie mal durchdrehen. Das denke ich mir, das habe ich mir schon gedacht. Hier kann man dann die Handysteuerung, ne, Einheit abschalten und Protokolle wählen. Einfach sein Wachprotokolle. Nee, wir lassen es so, wie es ist. Okay? Der Garvey hat ja gesagt, wir sollen hier so eine Siedlungsrekrutierungsstation hinstellen. Du fühlst dich krank. Jetzt haben wir eine Infektion bekommen. Sehr schön. Ja, irgendwo hat man, glaube ich, medizinische Hilfe. Irgendeiner hatte medizinische Hilfe am Start. Ich weiß nicht mehr genau, wer. Der hat Leuchtfackeln am Start. Klingenkorn, Mais und so weiter und so fort. Alright, bleib mal stehen. Sei so gut. Ein Impro-Revetiergewehr. Nee. Ich glaube, du hast auch nichts dabei. Also müssen wir dann erstmal schauen, dass wir ganz, ganz schnell wieder nach Hause kommen, ne? Warte, wie sieht's bei dir aus? Die Piper hat, glaube ich, auch noch nichts am Start. Schau dich um. Ja, die hat auch noch nichts da. Cotsworth. Was gibt es, Sir? Nee, alles gut, vergiss es. Das war's. Na gut. Gehen wir mal in Deckung. Und dann können wir, glaube ich, wieder mit ihm handeln, ne? Oder wie das war? Das war's. Na gut. Jetzt. Was meines ist ihres, Sir. Wir haben gar nichts da. Wir haben tatsächlich gar nichts da. Wir haben maximal im medizinischen Verband da, wir haben einen normalen Verband da, wir haben mit Traumaset da, wir könnten uns mit Redabel ein bisschen heilen, halt Vergiftung. Vielleicht funktioniert das, schauen wir mal, wie ist das an. Wir haben ja einen, ja, schauen wir mal, halt Strahlenvergiftung, die Komponente. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal ein bisschen Redabel mit und gucken wir mal. Also, eine Infektion, periodischer Schaden. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das Gift jetzt hilft, ob das Gegengift hilft. Wir schauen es uns zumindest mal an. Hilfsmittel. Wilson herbeirufen. Okay. Tragbares Speichergerät. Nein, wir brauchen... Das nehmen wir ein. Ein Gegengift nehmen wir ein. Nee, Gegengift hat nicht geholfen. Leider nicht. Wir brauchen da wahrscheinlich so ein Allheilmittel. Ja? Ich weiß jetzt nicht genau, was gegen Infektionen hilft. Wir speichern auf jeden Fall erstmal. Gegenstände verschrotten, Waffenset, es bringt alles nichts. Es bringt echt alles nichts. Okay, schauen wir mal. Vielleicht hilft irgendwas anders. Radex, nee, Gegengift, Heilt Vergiftung. Das haben wir gerade probiert, das hat nicht funktioniert. Heilt Schwäche. Imentets, Psycho, nee, leider nicht. Heilt leider gar nichts. Heilt eine Infektion, ne? Heilt Übermüdung. Der Abpraller heilt Übermüdung. Das ist auch geil. Heilvergiftung. Wie gesagt, haben wir ausprobiert. Bringt nichts. Wir müssen, glaube ich, unbedingt nochmal nach Hause. Ja. Die Krankheit breitet sich aus. Also, meine Lieben, wir haben es zumindest jetzt mal, gesehen, wie das Teil aussieht. Wir müssen hier unbedingt eine Siedlungsrekrutierungsstation integrieren. Ich weiß zum Beispiel jetzt auch nicht genau, wo ist denn... Ah, hier drin steht die Werkstatt. Okay. Laufen wir mal rein. Hier, Settlement Upgrade, Repair Cubbings, Options 1 bis 3. Okay. Du musst die Gegner in der Gegend ausschalten. Ja, das ist kein Problem. Aber zurzeit sind wir derbe angehedet. Ich würde jetzt Folgendes machen, mein Lieben. Wir gehen tatsächlich, wir sehen zu, dass wir heimkommen, okay? Hauen noch einen Verband rein. Und dann laufen wir hier einfach raus Richtung Osten. Und dann hoffen wir mal, dass wir hier Richtung, ne, Richtung Abernethy Farm kommen. Also machen wir Folgendes. Wir werden den Weg hier raus benutzen. Dann machen wir die Folge heute halt ein ganz kleines bisschen kürzer. Und dementsprechend machen wir halt die nächste Folge ein kleines bisschen länger. Also ihr habt gesehen,
was wir heute so ein bisschen erkunden haben gedurft. Und zwar, wir sind richtig. Und zwar hier die Sunshine Tidings Kooperative. Wir haben schon ein paar Gegner ausgeschalten, aber wie es aussieht, hat das nicht gereicht. Oh nein. Ah. Okay, Sniper. Kriegen wir den jetzt mit einem Schuss runter? Ja, kriegen wir. Super Mutanten Grunzer kommt jetzt hier auf uns zu. Ich wollte gerade sagen, Fall um. Ja, ich weiß, die Krankheit breitet sich aus. Ist kein Problem. Wir laufen zumindest nach Hause. Und in der nächsten Folge, Anfang nächster Folge, werden wir uns definitiv mal verpflegen. Wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir nach Hause kommen. Und schaut mal, hier überall Gegner. Immer wenn wir sie nicht brauchen, werden wir wirklich vergiftet, angehittet. Wenn es uns wirklich richtig schlecht geht, dann haben wir hier ein richtiges Problem. Also müssen wir trotzdem gucken, dass wir hier relativ glimpflich aus der ganzen Aktion rauskommen. Ich würde jetzt mal tatsächlich den direkten Weg nehmen. Wo ist denn die Ebernetti Farm? Die ist dann hier oben, ne? Also passt. Wenn wir dann dort sind, sind wir erstmal, ja, sind wir zumindest erstmal relativ sicher. Boah, schaut mal den Baum an hier. Übel. Und wie gesagt, mit so einer Infektion. Mit so einer Infektion, da ist nicht zu spaßen, weil das kostet uns permanent Leben und das hört da nicht auf. Also das tickt echt so lange runter, bis wir irgendwann halt umgefallen sind, ne? Aber hier ist alles gut. Hier unten ist noch eine Blähfliege. Das ist hoffentlich nichts für uns. Ja, da müssen wir hoch. Da ist die Blähfliege. Da müssen wir hoch. Von dem her geht es uns mal nichts an. Wir versuchen uns erstmal, wie gesagt, bis zur Abernethy Farm durchzuschlagen. Ja, das passt hier. Haben wir das? Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Ja, da ist der Wasserturm. Hier liegt noch irgendwas in der Gegend rum. Deine Krankheit breitet sich aus. Ein Doc hätte ich auch gern. Wenn wir einfach einen Doc zum Beispiel gehabt hätten, wäre das richtig gut. Okay, wir sind zumindest mal da. Das ist schon mal schön. Okay, hier ist die Lucy Evernessy. Hier ist die Conny. Und das ist da entweder der Händler. Ein Siedler. Okay, leider nichts am Start. Ja, alles gut, kein Problem. Wir sehen zu, dass wir nach Hause kommen. Ne? Und dann laufen wir halt, wenn wir zu Hause sind, laufen dann halt in der nächsten Folge von zu Hause, laufen dann halt direkt wieder runter zur Sunshine Tidings Kooperative. Ne? Und dann arbeiten wir dort unten weiter. Dann möchte ich auf jeden Fall eine Siedlung aufstellen. Ich möchte die Rekrutierungsstation, ich möchte erstmal alle Gegner besiegen. Rekrutierungsstation aufbauen, dann sollten wir ein paar Geschütze außenrum aufstellen oder irgend sowas in der Art. Dann müssen wir noch einen Siedler rekrutieren oder ein paar Siedler rekrutieren, die auf jeden Fall auch so eine Händlerroute mitnehmen, damit wir auf die Materialien von anderen Siedlungen drauf zugreifen können, ne? Und so weiter und so fort. Und ja, dann sehen wir mal. Wir haben es geschafft, wir sind da. Aber echt, also wirklich, wir sind angehittet, wir sind vergiftet, wir sind durstig, wir sind hungrig, wir sind echt alles. Und boah. Okay, wir haben hier einen Siedler rekrutiert, sehr schön. Ja, wir wissen es, wir wissen das. Wir müssten jetzt, wisst ihr, was wir machen? Pass auf, ich habe eine Idee. Kriegen wir das überhaupt hin? Pass auf. Wir bauen schnell Ressourcen, Wasser, Essen, Sonstiges. Kriegen wir hier irgendwie... Wir können doch hier irgendwie diese... Genau, diese Läden bauen. Verkäufer, Rüstung, Gastronomie. Hier eine Klinik. Was haltet ihr denn davon? Wir haben hier so eine Erste-Hilfe-Station bauen. Hier eine Klinik. Einfach eine Klinik. Und wisst ihr, wo wir das hinbauen? Das bauen wir bei uns rein. Und dann werden wir den neuen Siedler, werden wir zu einem Arzt ausbilden. Und der könnte uns hier... Wisst ihr, was ich meine? Der könnte uns hier aushelfen. So. Ganz einfach. So, dann kann der hier dahinter klettern. Und dann suchen wir uns den neuen Siedler. Und den werden wir dann hoffentlich... hier... Schaut mal. Okay, der ist schon dabei, ne? Erste Hilfestation. Ist schon einer da.
Jetzt müssen wir nur noch gucken, wer da der Arzt ist. Bin mal gespannt. Das ist ein Versorger. Hier wollen sie andauernd reinlaufen. Was ist denn das? Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Hier fehlt Strom. In der Water Purification Unit. Warum fehlt hier Strom? Weil es nicht genug ist. Ach, ich glaub's gar nicht. Das ist echt nicht genug Power. So, Generatoren. Ich wollte gerade sagen, wir können doch das hier noch an der Wand nochmal aufhängen. So, dann würde ich das gerne verbinden. Haben wir jetzt Power? Jetzt haben wir Power. Okay, alles klar. Super. Alles klar. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch mal schauen, dass wir hier hoffentlich mal die Ärztin oder den Arzt irgendwie mal finden. Wenn die nicht schon reingelaufen ist. Der hier ist nicht zugewiesen. Der hier auch nicht. Ist doch was wir machen. Wir nehmen den hier. Schaut mal, der sieht aus wie ein Arzt, oder? Ja, komm, der sieht aus wie ein Arzt. Oder der hier. Schaut mal, das ist unser Arzt. Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest mich... Ja, machen wir. Mich heilen bitte. Ja, wirf mal einen Blick. Dann beschreib mir mal deine Symptome. Mir tut alles weh und ich wurde verwundet. Strahlung heilen, keine... Nee, Wunden heilen. Menü ansehen. Ich bin ziemlich mit... Schwere Abschürfungen. Ja. Aha. Also alles heilen, Wunden vor Strahlung, Strahlenvergiftung, Abhängigkeit, Krankheit und Vergiftung. Das machen wir. Ja, wir haben es geschafft. Okay. Puh. Dankeschön. Vielen Dank. Hast du sonst noch Beschwerden? Nein, alles gut. Sonst geht mir's gut. Vielen Dank. Eigentlich ist nichts. Boah. Dankeschön. Okay, das war allerhöchste Eisenbahn. Also jetzt seht ihr es. Jetzt haben wir eine Klinik, mein Lieben. Wir haben jetzt eine kleine Klinik bei uns in der Base. Sehr, sehr schön. Und ich würde sagen, wir räumen jetzt in Ruhe unsere Sachen aus. Und dann werden wir in der nächsten Folge werden wir wieder runtergehen in die Sunshine Tidings Kooperative. Nehmt gleich mal ein paar Materialien mit. Wir werden dort ein bisschen was aufbauen und werden vor allen Dingen gleich, ich hoffe mal, dass wir gleich ein oder zwei Siedler dort rekrutieren dürfen, die gleich dafür sorgen, dass wir eine Handelsroute eingehen können. Ne? Wir lesen mal neue Nachrichten, mal gucken, was es gibt. So, wir haben zwei Bandagen bekommen. Dankeschön von Piper. Wir haben ein ominöses Paket bekommen und wir haben Checkmail und wir haben ein Perk Trailblazer. Deine Siedler können perform additional task to recover extra supplies. Boah. Stahl, Packmaterial. Hier zum Beispiel, das ist zum Beispiel Zement oder 500 Holz. Wir machen 500 Holz. Und dann würde ich sagen, Briefkasteninhalt öffnen. Geil, ominöses Paket. Zack, nehmen wir alles raus. Geil. Ein intakter Hundekopf. Okay, meine Lieben, dann bis hierher. Vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auch hier in der nächsten Folge Fallout 4 wieder mit dabei seid. Alles Gute, bleibt schön gesund und wir sehen uns wieder in der neuen Siedlung in der Sunshine Tidings Kooperative. Ciao, ciao.